Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungspunkt 26 auf. Das ist der Antrag von Christoph Degen, Ulrike Alex, Kerstin Geis, Gernot Grumbach, Karin Hartmann, Dr. Daniela Sommer, Manuela Strube, Turgut Yüksel, alle Fraktionen der SPD bezüglich Hessen-Stipendium, Anreize setzen, Lehrkräfte gewinnen, Unterrichtsausfall reduzieren. Es ist die Drucksache 693 aus 20. Die vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Und als erstes hat sich Herr Degen von der SPD zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben gestern Vormittag schon sehr ausführlich über den Lehrermangel in Hessen diskutiert. Ich will das gar nicht noch einmal aufgreifen, sondern vielmehr über die Ursachen und mögliche konstruktive Maßnahmen gegen diesen Lehrermangel sprechen. Einerseits, meine Damen und Herren, einerseits hat das sicherlich gerade im Grund- und Förderschulbereich etwas mit fehlenden Plätzen zu tun, weil die letzten Jahre einfach Ausbildungskapazitäten an den Hochschulbildenden, an den lehrerbildenden Universitäten gefehlt haben. Da sind entsprechende Maßnahmen mehr oder weniger eingeleitet. Aber man kann so viele Plätze schaffen, wie man will. Es gibt dennoch einzelne Fächer oder auch Fachrichtungen, wo, egal wie viele Plätze es gibt, sie nicht genug Menschen finden werden, die diese Fächer und Fachrichtungen studieren. Meine Damen und Herren, dazu muss man Anreize setzen. Und darum dreht sich es in diesem Antrag. Wir sind der Auffassung, dass gerade in Mangelfächern in allen Lehrämtern, ob im MINT-Bereich oder im Musikbereich, aber auch gerade im Bereich der beruflichen Schulen in Elektro- und Metalltechnik, aber auch steigend in anderen Fachbereichen dort, dass wir dort mehr Anreize setzen müssen, dass junge Leute überhaupt bereit sind, solch ein Fach, eine Fachrichtung zu studieren. Und da sind wir gerade im beruflichen Bereich, da kann man es wunderbar deutlich machen, in einer starken Konkurrenzsituation, weil einfach gerade in der Wirtschaft oft attraktivere Bedingungen herrschen und man sagt, man macht lieber etwas, das nicht Lehramt ist. Deswegen haben wir die Idee entwickelt, ein Lehramtsstipendium einzuführen in Hessen, mit dem wir sagen, entweder für diejenigen, die von vornherein ein entsprechendes Mangelfach, das muss vorher identifiziert werden, das kann man festlegen, Jahr für Jahr, was als Mangelfach gilt, wenn man bereit ist, das zu studieren, oder eben in einem Aufbaustudiengang eben ein weiteres Fach zu studieren, um hier den Mangel zu bekämpfen. Da wollen wir ein Lehramtsstipendium schaffen und das entsprechend auch möglicherweise mit Partnern aus der Wirtschaft auch finanziell unterstützen. Meine Damen und Herren, diese Idee ist vor etwa 2, 3 Jahren geboren. Ich erinnere mich an den Landtagswahlkampf, wo es viele Podiumsdiskussionen, gerade der bildungspolitischen Sprecher, gab. Ich habe das dort immer als einziger vertreten. Meine Damen und Herren, es hat auch viel Widerhall bei den Vertretern aus der Wirtschaft, aber auch aus den beruflichen Schulen gefunden. Und es stand auch, war auch Teil des SPD-Wahlprogramms. Sie können es nachlesen, meine Damen und Herren. Da steht, um mehr Studierende für Mangelfächer zu gewinnen, werden wir die Einführung eines eigenen Hessen-Stipendiums für Mangelfächer initiieren, meine Damen und Herren. Aber ich will darauf hinweisen, weil manchmal passieren ja wunderliche Dinge, meine Damen und Herren, wunderliche Dinge. Ich habe es mir vorhin noch einmal angeschaut. Eine solche Forderung steht weder im Wahlprogramm der CDU. Da taucht das Thema Stipendium dreimal auf im Bezug auf Landärzte, Gründer und mit dem Deutschlandstipendium. Ich habe auch nachgeschaut, im anderen Koalitionspartner-Wahlprogramm bei den Grünen wird das einmal genannt, und zwar im Zusammenhang von Familie und Beruf im Kulturbetrieb. Und jetzt passiert da etwas Merkwürdiges, meine Damen und Herren. Im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen steht plötzlich dieses Stipendium, was es vorher nur im Wahlprogramm der SPD gab, taucht das auf, meine Damen und Herren. Soll offenbar auch irgendwann kommen. Wir wissen ja aber, alles, was Lehrerausbildung angeht, dauert ein bisschen länger bei den Koalitionären, meine Damen und Herren. Deshalb die SPD setzt konsequent ihr Regierungsprogramm um. Und deswegen haben wir diesen Antrag auf den Weg gebracht. Und da inzwischen ja wohl auch bei CDU und Grünen man, ich will nicht sagen abgeschrieben, aber unseren Vorschlag aufgegriffen hat, freuen wir uns, dass Sie diesem Antrag ja auch zustimmen können, weil Sie ihn ja auch bei uns entdeckt haben. Und dementsprechend
Dementsprechend freue ich mich auf die konstruktive Debatte dann auch im Ausschuss, wo wir genau auch überlegen können, wie wir das am besten angehen, wen wir mit an den Tisch holen, vielleicht auch aus der Wirtschaft, um die Finanzierung auf breitere Beine zu stellen. Und in diesem Sinne, denke ich, ist dieser Antrag somit eingebracht. Ich freue mich auf die Ausschussberatung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Degen. Als nächstes hat sich Herr Scholz für die AfD-Fraktion gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Einmal mehr geht es auch heute wieder um das Dauerthema Mangel an qualifizierten Fachlehrern als Hauptursache für den dramatischen Unterrichtsausfall an hessischen Schulen. Wir erinnern uns an die Untersuchung der Landesschülervertretungen, dass geschätzt auf alle 996 weiterführenden Schulen 16.480 Stunden täglich ausfallen, und ebenfalls an die Umfrage des Landeselternbeirates, nach der von 10 Stunden nur 7% fachgerecht vertreten werden. Auf Fakten der Landesregierung wartet man hingegen vergebens. Bis heute hat die Landesregierung keine verlässlichen Zahlen über die Anzahl der an hessischen Schulen tätigen Vertretungslehrkräfte und derjenigen Personen geliefert, die ohne Lehrbefähigung unterrichten. Im Rahmen des Konzeptes Verlässliche Schule können Schulen bei kurzfristigem Ausfall auch auf externe Kräfte, auf Anbieter von Personaldienstleistungen zurückgreifen. In der Praxis sieht das dagegen öfter so aus, dass das Konzept Verlässliche Schule sich als Konzept Verlässliche Verwahranstalt entpuppt, wo die Schüler zwar beaufsichtigt, jedoch keinen qualifizierten Ersatzunterricht erteilt bekommen. Hier geht es der Landesregierung ausschließlich darum, die Zahlen zum Unterrichtsausfall zu schönen, Mandalas malen statt physikalischer Experimente. Das kann es ja nicht gewesen sein, meine Damen und Herren. Noch prekärer wird die Situation, wenn Fachlehrer für längere Zeit ausfallen. Die andauernden psychosozialen Belastungen unserer Lehrer hat dazu geführt, dass ca. 40% der Patienten in Kliniken mit psychosomatischen Erkrankungen Lehrer sind. Deutschlandweit scheiden ca. 3.000 Lehrer jährlich aufgrund einer psychischen oder psychosomatischen Krankheit vorzeitig aus dem Dienst. Diese Lehrer fehlen uns. Mittlerweile erkrankt jeder dritte Lehrer an Folgen eines Burnouts. Auch hierzu hält die Hessische Landesregierung die Zahlen ganz bewusst zurück. Meine Damen und Herren, bevor wir uns Gedanken darüber machen, monetäre Anreize für das Ergreifen des Lehrerberufs zu schaffen, kümmern Sie sich bitte zuvörderst um die Lehrer, die bereits im Schuldienst sind und die Folgen ihrer verfehlten Bildungspolitik tagtäglich auszubaden haben. Hier liegt die Verantwortung klar bei der Landesregierung und jedoch auch bei der Opposition, hierauf immer wieder hinzuweisen. Richtig, der Lehrerberuf hat einerseits ein Imageproblem. Aber andererseits ist die Vielzahl der Lehramtsstudenten und Seiteneinsteiger auf die Wirklichkeit an unseren Schulen nicht vorbereitet und merken meist erst im Referendariat, dass sie aufgrund ihrer Persönlichkeit nicht für diesen Beruf geeignet sind. Diese sind dann die Ersten, die unseren Schulen nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie in ihrem Beruf scheitern. Ich betone nochmals, was wir brauchen, wäre ein Eignungssemester oder ein Eignungsfeststellungsverfahren, das verpflichtend ist für alle angehenden Lehrer in unserem Land. Das Hessenstipendium ist erst einmal zunächst ein interessant erscheinender Vorschlag der SPD, der jedoch bei genauer Betrachtung den vielen bereits ergriffenen Ad-hoc-Maßnahmen zur Behebung des Lehrkräftemangels nur eine neue hinzufügt, welche aber letztlich untauglich ist, diese bereits seit vielen Jahren bestehenden Probleme systematisch und umfassend zu lösen. Trotzdem halten wir es für richtig, über ein Stipendiumsystem nachzudenken. Und dazu sollte uns der Ausschuss behilflich sein. Und da freue ich mich auch schon auf die Diskussionen und auf die Vorschläge, die von Ihnen kommen. Wesentlich für den Akzeptanzgrad dieses Vorschlages sind jedoch dessen formale und inhaltliche Ausgestaltung sowie auch ein entsprechendes Finanzierungsmodell. Hier formuliert der Antrag nur wenige recht vage Bedingungen. Eine weitere notwendige Bedingung, wonach der Begünstigte
des Hessenstipendiums mindestens 3 Jahre an einer hessischen Schule tätig sein muss, verleiht dem SPD-Modell einen zwanghaften Charakter und erinnert an sogenannte Knebelverträge aus anderen Bereichen, wie wir es ja auch im Medizinstudium vorfinden, beim Landarztstudium. Die Intention, das Hessenstipendium gegebenenfalls durch Dritte finanzieren oder mitfinanzieren zu lassen, lässt außer Acht, dass die Generierung ausreichenden Lehrernachwuchses eine originäre Aufgabe des Landes ist, welche nicht abhängig gemacht werden kann und darf von privaten oder halbstaatlichen Institutionen und deren Partikularinteressen. Wir halten diesen, kommen Sie bitte zum Schluss. Jawohl, ich bin am Ende meiner Ausführungen. Wir halten diesen Antrag trotz brauchbarer Ansätze für unausgereift und zu kurz gedacht. Und wie gesagt, freue mich auf die Ausschussarbeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und wir lehnen diesen Antrag dementsprechend erst einmal ab. Danke schön. Danke, Herr Scholz. Für die Linksfraktion hat sich Frau Kula zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wie wir gestern schon ausführlich diskutiert und festgestellt haben, gibt es eine Notwendigkeit, die Lehrerbildung in Hessen zu professionalisieren und zu reformieren. Die SPD schlägt nun vor, daneben auch ein Stipendium für Lehramtsstudierende, die Mangelfächer studieren, anzubieten. Stipendien, um junge Menschen zu einem Lehramtsstudium in bestimmten Fächern zu bewegen, gibt es schon einige. Von der Robert-Bosch-Stiftung, der Telekom-Stiftung für MINT-Fächer, von der Hopf-Foundation für Informatikstudierende, von den parteinahen Stiftungen, kirchlichen Stiftungen oder der Stiftung der deutschen Wirtschaft. All diese Stipendienprogramme sind aber Begabtenförderprogramme, was sie im Kern von dem, was die SPD vorschlägt, unterscheidet. Ein solches Hessens-Stipendium ist angelehnt an das neue Berliner Lehramtsstipendium. Dieses sieht eine monatliche Unterstützung von 500 € für diejenigen vor, die einen Abschluss in MINT-Fächern vorzuweisen haben und sich nun für ein Lehramtsstudium entscheiden. Wir können leider trotzdem dem Vorschlag der SPD hier eher kritisch gegenüberstehen. Und das wird wahrscheinlich nicht überraschen, aber der Kollege Degen hat es ja aufgeführt. Vor allen Dingen die Unterstützung sozusagen aus der Wirtschaft, um das zu finanzieren, finden wir dann doch eher kritisch. Aber ich frage mich ja schon, wo sind eigentlich die Vorschläge des Kultusministers, um den Lehrermangel zu beheben? Darauf warten die Lehrkräfte schon lange vergebens. Ein Stipendium allein wird das Problem des Lehrkräftemangels auch in sogenannten Mangelfächern selbstredend nicht lösen. Viel wichtiger sind die dringend notwendige Verbesserung von Arbeitsbedingungen an hessischen Schulen. Außerdem wollen wir motivierte Lehrkräfte, die ihre Fächerkombination aufgrund ihrer Motivation für die Fächer belegen und nicht wegen finanzieller Anreize. Für einen Übergang kann ein Stipendium eine Überlegung wert sein. Mittel- und langfristig brauchen wir aber Reformen der Lehrerbildung und der Schulstruktur sowie eine Umstrukturierung der inklusiven Bildung, um Menschen zu motivieren, an hessischen Schulen zu arbeiten. Ich möchte gerne mit einem Zitat enden, weil das ja scheinbar so Usus ist in den Kultusdebatten. Und da will ich nicht hinter Ihnen zurückfallen. Sie haben gestern mit Goethe angefangen. Ich antworte mit Bertolt Brecht. Ein Mann, der etwas zu sagen hat und keine Zuhörer findet, ist schlimm dran. Noch schlimmer sind Zuhörer dran, die keinen finden, der ihnen etwas zu sagen hat. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Kula. Für die FDP hat sich Herr Promny zu Wort gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was zutreffend ist, ist, es fehlen Lehramtsstudenten. Stichwort ist hier Mängelfächer. Und was stimmt, ist auch, dass Stipendien allgemein gut sind. Aber der Antrag ist nur ein Schritt von mindestens 4 weiteren notwendigen. Die Attraktivität des Lehramts steigern. Da brauchen wir Rahmenbedingungen vor Ort, die stimmen. Wir brauchen die Entlastung von der Bürokratie. Wir brauchen die gesellschaftliche Wertschätzung. Und wir brauchen stärker Leistungsanreize im Beamtenrecht. Stichwort ist hier die Möglichkeit von Zuschlägen. Meine Damen und Herren, Stipendien finden wir immer gut, aber dann bitte umfassender und nach dem Leistungsprinzip. Beispielsweise sei hier das Deutschlandstipendium genannt. Und nicht nur für das Lehramt. Fraglich ist natürlich auch die Voraussetzung des Mangelfachs. Wir sehen hier gewisse Nachteile, wie beispielsweise bei der Landarztquote.
Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf die Beratungen im Ausschuss und werden den Gesetzentwurf kritisch konstruktiv begleiten, meine Damen und Herren. Den Antrag. Danke, Herr Promny. Für Bündnis 90 die Grünen hat sich Frau Schleenbecker zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte doch noch anwesende Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich finde es ganz erfreulich, wenn die Fraktionen aus der Opposition Themen aus dem Koalitionsvertrag aufgreifen. Und es ist schon so, wir haben dort mit der CDU vereinbart, auf Seite 87, ich zitiere das jetzt einmal, wir wollen in den Mangellehrämtern und Mangelfächern temporär und bedarfsorientiert mit finanziellen Anreizen, wie z.B. Stipendien, operieren. Im Bereich der beruflichen Schulen ist dies auch deshalb erforderlich, um mit Angeboten der Privatwirtschaft konkurrieren zu können. Soweit, so gut. Wenn man diese Passage jetzt im Koalitionsvertrag gelesen hat, und ich glaube, da streiten wir uns dann letztendlich nur noch darum, wer die Lorbeeren für die Idee absahnen möchte, wie der Kollege Degen vorhin schon angedeutet hat. Wie gesagt, man hat den Eindruck bei der Erstellung, hey, das ist meine zweite Rede, lasst ihr mich bitte weitermachen. Danke schön. Nun denn, Sie scheinen ja gut Sophie zu haben, Herr Degen. Und ich muss sagen, dass Sie allerdings leider bei dem Antrag die vielen zahlreichen weiteren Initiativen des Landes im Bereich der Lehrkräftegewinnung komplett außer Acht gelassen haben. Und denn, das möchte ich nämlich auch noch einmal klarstellen. Gerade in Mangelbereichen haben wir schon einen qualifizierten Quereinstieg ermöglicht. Ein Quereinstieg in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Haupt- und Realschulen ist in den Mangelfächern Physik, Chemie, Kunst und Musik möglich. Ein Quereinstieg in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien ist in den Mangelfächern Physik und Kunst möglich. Ein Quereinstieg ohne Lehramtsstudium allerdings ist nur in speziellen Mangelfächern an beruflichen Schulen möglich. Sie haben in der Begründung zu Ihrem Antrag den Bereich Metall- und Elektrotechnik an den beruflichen Schulen angesprochen. Und dabei wissen Sie doch wahrscheinlich, dass es in diesen Fächern bereits während der Weiterbildung, abhängig von der beruflichen Vorqualifikation und der angestrebten Tätigkeit an den Schulen, eine Bezahlung gibt. Ich hätte den Flyer dazu, den ich Ihnen geben könnte. Wie alle anderen Länder ist auch Hessen von der bundesweiten Lehrkräfteknappheit betroffen. Und in Hessen ist die Lehrerversorgung vergleichsweise mit anderen Bundesländern noch relativ gut. Es gibt aber teilweise die beschriebenen Engpässe. Und um der Lehrkräfteknappheit weiter zu begegnen, wurden bereits in der letzten Legislaturperiode von derselben Regierungskoalition ein dreistufiges Maßnahmenpaket zur Gewinnung von Lehrkräften auf den Weg gebracht. Und wir werden unsere Aktivitäten weiter ausbauen. Da können Sie sich gerne dann anschließen. Dazu gehörten damals kurzfristig die Einbindung von Lehrerinnen und Lehrern, die kurz vor oder nach der Pensionierung stehen, die Stundenaufstockung von Teilzeitkräften, im mittelfristigen Bereich Lehrkräfte aus anderen Lehrämtern, die bislang keine Stellen erhalten hatten, durch Weiterbildung auch für das Grundschullehramt sind wir am Gewinnen, so herum. Und für die langfristige Perspektive haben wir die Ausbildungskapazität an den Universitäten bereits ordentlich aufgestockt. Es ist natürlich klar, dass der Arbeitsmarkt für Lehrer und Lehrerinnen auch in den kommenden Jahren angespannt bleiben wird. Und wir nehmen die Situation an den Schulen sehr ernst und prüfen alle Mittel, die Situation zu verbessern. Wie gesagt, Hessen muss sich im Vergleich mit anderen Bundesländern nicht verstecken. Denn die Regierungskoalitionen haben bereits reagiert und vieles auf den Weg gebracht. An diesem Weg halten wir fest. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf die Diskussion in den Ausschüssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schleenbecker. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Steinraths gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Degen, ich glaube, Sie haben sich bei Ihrem Antrag einen kleinen Fehler gemacht. Sie meinen sicherlich Rheinland-Pfalz und nicht Hessen. Denn dort herrscht unter der SPD-geführten Landesregierung seit Jahren ein Lehrermangel.
Unterricht fällt dort schon allein deswegen aus, weil nur 99% der Unterrichtsstunden mit Lehrkräften abgedeckt sind, statt wie in Hessen mit 105. Ihre Genossen auf der anderen Rheinseite haben verschlafen, aber nicht die CDU in Hessen. Wir sind die Partei, die einen sehr großen Stellenwert auf Bildung legt und keine Experimente an Schulen und Schülern durchführt, bis keiner mehr weiß, was eigentlich Sache ist. Aber im Ernst, wir können uns vergleichen mit anderen Ländern. Wir können uns verglichen mit anderen Ländern hier in Hessen weder über einen generellen Mangel an Lehrkräften und schon gar nicht über einen Mangel an Lehramtsstudenten beschweren. Im Gegenteil, Hessen steht sehr gut da, wenn es um die Lehrerversorgung an hessischen Schulen geht. Wir kommen gleich dazu. Aus unserer Sicht wird ein solches, wie von Ihnen vorgeschlagenes, breitflächiges und dauerhaftes Hessenstipendium nicht den gewünschten Erfolg auf Knopfdruck bringen. Denn die grundlegende Orientierung der Studenten, was sie denn studieren wollen, hängt a. von ihrem Fachinteresse ab und b. der eigenen Begabung. Das geht aus einem Bericht über die Studiensituation und studentische Orientierung des BMBF hervor. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wer studiert denn nun Latein auf Lehramt nur aufgrund eines temporären finanziellen Anreizes, obwohl man es nicht so sehr mit dem Latein in der Schule gehabt hat, sondern lieber aufgrund seiner Befähigung und Interesse Musik oder Sport studieren möchte? So gut wie niemand, gehe ich mal von aus. Ich nenne Ihnen einmal einige mögliche Gründe für die Aufnahme eines Lehramtsstudiums, sowie die Fachwahl, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ein sicheres Einkommen mit gegebenenfalls späterer Verbeamtung, Interesse am Fach, Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. So sehen Sie also, dass der finanzielle Anreiz schon gegeben ist. Und wie bereits gesagt, studiert jemand, der eine 1 im Abitur in Englisch hatte, aber Latein abgewählt oder gar nie hatte, nur aufgrund eines Stipendiums nicht extra Latein. Sicherlich darf man die Option, in einigen Mangelfächern oder Mangellehrämtern temporär und bedarfsorientiert mit finanziellen Anreizen wie z.B. Stipendien zu operieren, nicht ad acta legen. Gezielt und temporär eingesetzt, kann es in Einzelfällen den einen oder anderen Studenten bei der Studienwahl beeinflussen. Aber das ist sicherlich eine kleine Gruppe, bei der es nachher noch so den letzten Funken benötigt, um sie zu überzeugen. Kommen wir einmal zu den Details. Sie haben in der Rhein-Main-Zeitung am 14. Juni 2019 von 500 € pro Stipendium pro Monat gesprochen. Konkretere Vorschläge haben Sie aber nicht aufgeführt. Zum Beispiel die Situation bei Grundschullehrern. Wir haben die Studienkapazität auf 820 Plätze pro Jahr verdoppelt. Diese sind im Übrigen alle belegt. Wenn wir also trotzdem noch ein Stipendium für das Grundschullehramt einführen würden, wären das 400.000 € im Monat oder knapp 5 Millionen € im Jahr. Und was passiert mit einem Stipendium, wenn der Student sein Studium abbricht? Haben wir nichts gefunden. Ich erkenne hier kein schlüssiges Konzept, wie viele Stipendien es überhaupt geben soll, für welche Fachrichtung konkret und wie es finanziert wird. Und dass man generell die Option von temporären und gezielten Anreizen im Blick haben soll, das haben wir bereits im Koalitionsvertrag stehen. Herr Degen behauptet auch in einer PM, dass diese Regierung zu wenig tun würde für unsere Bildungslandschaft. Dem halten wir entgegen, dass das Studium des Förderschul- und Grundschullehramts auch ohne Stipendium attraktiv ist. Wir haben z.B. die Ausbildungskapazitäten in der Grund- und Förderschullehrerbildung mehrfach massiv erhöht, zuletzt um 165 Studienplätze sowie 200 neue Referendariatsstellen. Die Kapazitäten sind da, und auch die Studenten sind da, und der Ansturm auf die Lehramtsstudiengänge ist ungebrochen hoch. Entsprechend haben wir im Rahmen des neuen Hochschulpakts mit den Universitäten den Ausbau der Studienplätze vorangetrieben. In den letzten 20 Jahren, aber das kennen Sie ja schon, haben wir 11.000 Lehrer mehr, minus 80.000 Schüler weniger. Also, da brauche ich nicht näher einzugehen. Sie sehen also, wir kümmern uns um Schulen, Lehrer, Schüler und Studenten und haben ein ausgefeiltes Konzept. Wir müssen kein unausgereiftes Papier vorlegen. Wir machen seriöse und durchdachte Bildungspolitik. Zuletzt begrüße ich aber Ihren Wandel, was die Akquirierung von Drittmitteln angeht. Dass Sie sich einmal offen für eine Förderung von Stipendien oder Studiengängen durch Unternehmen zeigen, hätte ich so nicht gedacht. Herr Steinratz, kommen Sie bitte zum Schluss. Den Rest klären wir im Ausschuss, und wir lehnen den Antrag ab. Vielen Dank. Danke, Herr Steinratz. Für die Landesregierung spricht nun Prof. Dr. Lorz.
Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Idee, finanzielle Anreize zu setzen, um in bestimmten Fächern oder Fachrichtungen zusätzliche Lehrkräfte zu gewinnen, ist weder neu noch falsch. Und deshalb stehen wir auch der grundsätzlichen Idee dieses Antrags der SPD-Fraktion keineswegs ablehnend gegenüber. Das können Sie dem Koalitionsvertrag bereits entnehmen. Er ist ja hier schon mehrfach zitiert worden. Und ich glaube, die Frage des Urheberrechts, die klären wir dann vielleicht in einem anderen Forum. Die Landesregierung teilt auf jeden Fall diesen Ansatz. Solche finanziellen Anreize wollen aber genau überlegt sein. Es kommt darauf an, wirksame Instrumente einzusetzen und nicht bloße Mitnahmeeffekte zu erzielen. Und da können wir auf Erfahrungen auch aus anderen Branchen zurückgreifen, denn wir wissen ja, Knappheit an Arbeitskräften, das ist in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation keine exklusive Herausforderung auf dem Lehrerarbeitsmarkt, sondern das gilt auf vielen Arbeitsmärkten. Und in welchen Fällen und wie genau unter diesen Umständen wirksame und zielgenaue Anreize gesetzt werden können, das, meine Damen und Herren von der SPD, erscheint mir in Ihrem Antrag noch nicht hinreichend durchdacht. Aber das können wir ja im Ausschuss vertiefen. Keine Effekte für zusätzliche Studierendenzahlen lassen sich erzielen, wenn Sie schon eine hinreichende Nachfrage nach Studienplätzen haben. Und das ist vielleicht die größte Achillesferse Ihres Antrags, so wie er formuliert ist. Denn das ist im Moment gerade in den beiden Sorgenkindern, Lehramt an Grundschulen und Lehramt an Förderschulen, durchaus der Fall. Und daran sehen Sie auch, meine Damen und Herren, dass es viel mächtigere Bestimmungsgründe für die Wahl von Studienfächern gibt als die Frage der finanziellen Förderung oder eines Stipendiums. Im Falle etwa des Grundschullehramts, da kann man es wirklich exemplarisch demonstrieren, ist das zum Beispiel ganz eindeutig, als man noch überall von einem demografischen Rückgang ausging und prophezeit hat, uns gehen die Schülerinnen und Schüler gerade in den jungen Jahrgängen aus. Und wer noch Grundschullehramt studiert, der sollte am besten den Taxischein gleich mitmachen. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war vor 6, 7 Jahren noch der Fall. Deswegen haben wir ja im Moment das Problem. Da sind natürlich die jungen Menschen auch nicht ins Studium des Grundschullehramts gegangen. Seit bekannt ist, dass wir dort Knappheit haben, dass sich im Prinzip jedem, der im Moment anfängt, Grundschullehramt zu studieren, erstens den Referendarplatz und zweitens auch die Planstelle garantieren kann. Seither kommen auch die jungen Menschen wieder. Das zeigt, das Studium ist attraktiv, die Studienplätze sind alle besetzt. Und das wird uns auch in Zukunft ganz erheblich helfen. Und deshalb konzentrieren wir uns in diesen Bereichen darauf, die Zahl der Studienplätze zu erhöhen. Im Bereich des Grundschullehramts haben wir die Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen um 210 Plätze im Jahr 2017 und um weitere 135 Plätze im Jahr 2019 erhöht. Im Bereich des Förderschullehramts 105 Plätze im Jahr 2017, weitere 30 Plätze im Jahr 2019. Diese Maßnahmen gehen einher mit der Bereitstellung einer ausreichend hohen Kapazität von Plätzen im Vorbereitungsdienst. Und, Frau Kollegin Kula, wenn Sie dann feststellen, Sie warten noch immer darauf, dass die Landesregierung mal irgendwas gegen den Lehrermangel tut, dann muss ich sagen, eine so beeindruckend souveräne Ignoranz der Fakten habe ich auch in diesem Hause bisher selten erlebt. Zusätzliche finanzielle Anreize wären erst nach der Erhöhung der Kapazitäten ein Thema, wenn sich nämlich herausstellte, dass die Kapazitäten mangels ausreichender Einschreibungen dauerhaft nicht ausgeschöpft würden. Aber wie gesagt, davon sind wir im Moment ein gutes Stück entfernt. Im Bereich des Lehramts an beruflichen Schulen, darauf hat Kollege Degen völlig zu Recht hingewiesen, stellt sich die Situation vor allem in Mangelfachrichtungen wie Metall- oder Elektrotechnik anders dar. Hier ziehen eindeutig zu wenige Studienanfänger ein Studium zum Erwerb des Lehramts überhaupt in Erwägung. Und Studienabsolventen, angesichts der florierenden Entwicklung in der Wirtschaft, entscheiden sich oft für einen Berufseinstieg in der freien Wirtschaft und gegen den Lehrberuf. Dabei spielen natürlich auch die Verdienstmöglichkeiten eine Rolle. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, in Arbeitsmarktsituationen wie diesen kann der öffentliche Dienst in der Höhe der Vergütung auch nicht mit der freien Wirtschaft konkurrieren. Aber wir können etwas anderes versuchen. Da kann man sich auch von finanziellen Anreizen einen Steuerungsvorteil erhoffen. Man kann z.B. versuchen, Menschen, die im Beruf stehen und sich überlegen, eigentlich möchten sie das nicht ihr Leben lang machen und vielleicht wäre der Schuldienst doch besser für sie geeignet, die mit finanziellen Anreizen zum Umstieg zu bewegen. Und deshalb haben wir beispielsweise entschieden, und das möchte ich gerne an dieser Stelle noch einmal besonders betonen, natürlich vorbehaltlich der Verabschiedung des Haushaltsplans für 2020 durch dieses Hohe Haus, dass wir den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an beruflichen Schulen in diesen ausgewiesenen Mangelfachrichtungen, also Metalltechnik, Elektrotechnik, Chemie, Biologie und Physiktechnik, Gesundheit, Sozialwesen, Sozialpädagogik und Informatik,
beginnend mit dem 1. Mai 2020 einen Anwärter-Sonderzuschlag in Höhe von 70% des Anwärtergrundbetrages nach dem Hessischen Besoldungsgesetz gewähren werden. Das bedeutet, meine Damen und Herren, dass die monatliche Bruttovergütung dieser Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst um rund 1.000 € auf über 2.500 € steigen wird. Herr Kollege Promny, da haben Sie genau die finanziellen Anreize, wie sie nach dem Beamtenrecht möglich sind. Und die schöpfen wir auch in Zukunft an dieser Stelle aus. Sie kennen außerdem vielleicht unsere Maßnahme für den Quereinstieg für Personen mit akkreditiertem Hochschulabschluss, auch im Bereich Metall- oder Elektrotechnik, abgekürzt QEM. Das ist auch eine sehr erfolgreiche Maßnahme, die wir natürlich fortsetzen werden. Und wir werden auch zusammen mit den hessischen Universitäten, die in den Fachrichtungen Metall- oder Elektrotechnik ausbilden, prüfen, welche weiteren Maßnahmen möglicherweise im Studium einen spürbaren Effekt erzielen können. Herr Staatsminister, ich muss Sie auf die Redezeit der Fraktion hinweisen. Gut, aber Sie sehen daraus, meine Damen und Herren, wir haben schon viele Ideen im Kopf, viele Maßnahmen auch schon in der Pipeline. Aber wir nehmen natürlich weitere Ideen sehr gerne auch an dieser Stelle entgegen. Auch in diesem Sinne freue ich mich auf die weiteren Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Minister Prof. Lorz. Damit ist die Aussprache beendet. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen und gehe davon aus, dass wir den Antrag 20.693 in den KPA und mitberaten in den WKA verweisen. So machen wir es. Alle einverstanden? Sehr schön. Danke schön.